Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Happy Pouring Video. Ich habe euch für heute einen neuen Swipe mitgebracht. Swipe deshalb, weil man sozusagen über die Farben swiped oder wischt. Dadurch entstehen ganz interessante Effekte in der Acrylpouring-Technik. In meinem letzten Video habe ich auch einen Swipe durchgeführt, allerdings habe ich zusätzlich noch eine kleine Menge Silikonöl unter die Acrylfarben gemischt. Und das Silikonöl hat dafür gesorgt, dass ganz interessante, teilweise sogar auch spektakuläre Zellen zum Vorschein gekommen sind. In diesem Video heute wende ich auch einen Swipe an, allerdings mit einem etwas kleineren Malerspachtel. Und anstatt des Silikonöls verwende ich ein ganz speziell bestimmtes Pouring-Medium. Und dieses ganz bestimmte Pouring-Medium sorgt für eine ganz netzartige Struktur. Es umspannt sich sozusagen ein komplettes Netz über die Acrylfarben. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe euch heute eine ganze Reihe von Farben mitgebracht. Zum einen hätten wir hier Violett, Magenta, ein Perlrosa mit Metallic-Effekt, ein Pearlblau auch mit Metallic-Effekt, ein Neonpink und die weiße Farbe, in das ich auch das zellbildende Medium gemischt habe und auch nur in der weißen Farbe. Und natürlich nicht zu vergessen, mein Drehteller kommt zum Einsatz. Zunächst wird die Leinwand vorbereitet, indem ich die sogenannte Hintergrundfarbe in ausreichender Menge auf die Leinwand gebe. Die Menge der Hintergrundfarbe soll auch so ausreichend sein, dass sie die Leinwand vollständig abdeckt, also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Auf dieser Hintergrundfarbe sollen alle darauf folgenden Farben sozusagen getragen oder schwimmen. Welche Farbe man für diesen Schritt auswählt, bleibt einem selbst überlassen. In diesem Video habe ich mich für Schwarz entschieden. Im nächsten Schritt bringe ich die anderen Farben, die ich zuvor vorbereitet habe, auf die Leinwand. Ich fange mit der ersten Farbe Violett an und bringe sie ungefähr in einer schmalen, diagonalen Spur über die gesamte Leinwand. Diesen Vorgang wiederhole ich auch mit allen anderen Farben. Dabei ist es wichtig, dass sich alle Farben in etwa überlagern. Sie sollen also nicht irgendwie nebeneinander aufgetragen werden, sondern in etwa übereinander. Das sorgt später für den Swipe für den besten Effekt. Zum Schluss nehme ich meinen Malerspachtel und belade ihn mit einer dünnen Schicht mit weißer Farbe. In der weißen Farbe ist auch schon das zellenbildende Medium untergemischt. Und auch nur in dieser weißen Farbe. Nun wische ich bzw. swipe ich mit dem Spachtel über die anderen Farben, indem ich an einer Stelle auf der Farbspur ansetze und den Spachtel nach außen ziehe. Wie man sieht, entsteht sofort netzartige Zellen, die sich über den gesamten Swipe ausspannen. Diesen Vorgang wiederhole ich ebenfalls so lange, bis mir das Ergebnis gefällt. Im letzten Schritt drehe ich die Leinwand auf der Drehscheibe. Durch die Drehung kann ich das gesamte Bild und natürlich auch die Netzzellen gleichmäßig ausdehnen. Auch hier wiederhole ich die Drehung vielleicht noch ein bis zweimal. Das war's auch schon. So, hier ist das fertige Endergebnis. Mir gefällt es ganz gut. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, euch hat auch das Video ganz gut gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein paar Daumen hoch freuen. Ich bedanke mich für alles. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!